Super, ja, ich bin richtig gut drauf, Leute. Hallo, Leute, herzlich willkommen, ich bin richtig gut drauf. Ich habe alle Spiele in Deutschland, von Deutschland gegen die Projekte. Wow, ja, super, wow, ehrlich. Erstmal hallo und herzlich willkommen bei meinem Video. Ich habe selten so ein cooles Spiel von Deutschland gesehen. Ehrlich, es war so genial. Ich habe selten so eine Spielfolge gesehen. Selten so ein CCS-Cash-Spiel. Auch gegen Mexiko und gegen Schweden. Und davor gegen Österreich und Saudi-Arabien. Das waren eigentlich die letzten fünf Spiele von Deutschland. Das waren die besten, die man jemals von der deutschen Nationalmannschaft gesehen hat. Ehrlich, ich bin da wirklich gut drauf. Seht mal an, Schatz. Ich bin gleichzeitig gut drauf, ohne Witze. Ich bin irgendwie gut drauf, weil ich gerade in der Stadt war und beim Public Viewing war, nachdem ich dann gegangen bin, habe ich dann einfach einige Leute gesehen, viele Fußballfans, also die ganze Stadt war voll mit Fußballfans. Und, ja, ihr wisst wahrscheinlich schon, was los ist, wenn nicht, Deutschland hat 2-0 gegen Südkorea verloren und ist raus. Gleichzeitig bin ich richtig gut drauf und gleichzeitig habe ich schon eine Wut im Bauch, dass ich ausreißen. Ich habe gerade auch ein paar Tweets auf Twitter angeguckt. Übrigens, wenn ihr mir folgen wollt, ich verlinke euch mal unten meinen Twitter-Kanal. Dann könnt ihr mir eventuell folgen. Ich habe gerade einige Tweets angeguckt und viele schreiben, dass das einfach nur verdient ist und so. Aber ganz ehrlich, ich will nicht ausfassen. Ich habe auch im Fernsehen ein paar Deutsche gehört, wollte ich vor so eine Leistung heute nicht. Ja, wenn Deutschland eine gute Gruppe gehabt hätte, wenn die gekämpft hätten, aber die Gegner einfach zu schwer gewesen, wenn die dann einfach gekämpft hätten bis aufs Letzte, dann hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen geheult, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen angebracht. Aber so, bin ich nicht angebracht. Diese Mannschaft hat keine einzige Szene verdient, eines deutschen Fans, keine einzige. Wenn die schon nicht verdient haben, mit Tomaten irgendwie abgeworfen zu werden, wenn sie dann zurückkommen von Russland am Flughafen ankommen, in Frankfurt oder wo auch immer die dann, keine Ahnung. Wenn die das nicht verdient haben, schon mit Tomaten abgeworfen werden, dann haben sie zumindest verdient, dass sie von niemandem empfangen werden. Von niemandem. Also einfach totale Ignoranz, totales Desinteresse und dass sie einfach ihr Gepäck selber schleifen müssen. Einfach so. Man sollte, aber ganz ehrlich, Leute, eigentlich, man sollte es nicht nur bewerten. Ja? Man sollte es schlichtweg nicht nur bewerten. Es ist Fußball, es ist nichts Wichtiges. Es ist nichts Wichtiges. Es gibt viel wichtigere Dinge. Aber wenn man dann sieht, wie der Monster Leute eben auswachsen, wenn ich super, wie ich super bin, ich will nicht auswachsen, auch auswachsen lohnt sich für diese Mannschaft nicht. Ganz ehrlich, für diese Mannschaft lohnt sich gar nichts. Aber einfach nur gleichgültig werden lohnt sich für diese Mannschaft. Oder einfach nur zu schreiben, ja, verdient, fertig. Also trotzdem, ich kann euch garantieren, weil ich gerade eine Menge Blut im Bauch habe, ich habe, ich muss mich gerade auch ein bisschen zusammenreißen, ich habe versucht, wenn man versucht, genau wie möglich. Ich habe immer versucht, so gut zu laufen zu sein, wie es möglich ist, im Bus und so, weil ich wollte nicht mehr ausfassen. Aber als ich da die Hausaufgaben gemacht habe, weil ich die dann mit zugemacht habe, bin ich kurz aufgefallen. Eigentlich finde ich das komplett unmöglich, weil wie den Mann von das nicht verdient hat. Aber ich kann euch garantieren, gleich muss auch hier passieren. Also halte ich gleich kurz die Ohren zu. Oder wie auch immer. Es passiert gleich. Und dann 3, 2, 1. Mann, auf den! Nee, ganz ehrlich, Leute, ihr seht, ich bin nicht durch gut drauf. Gleichzeitig bin ich schon ein bisschen gut drauf, ohne Witze. Ich bin irgendwie super gut drauf, aber irgendwie. Weil ich einfach gut finde, dass sie rausgeflogen sind, weil sie so arrogant gespielt haben, dass sie sich nicht anders verdient haben. Wenn man so arrogant spielt wie die, verdient man es nicht, weiterzukommen. Das verdient keine Mannschaft, das verdient niemand. So wie die spielen, müssen die raus. Einfach, die haben verdient, Jungs. Ja? Ganz ehrlich, was ihr gespielt habt, ich hab schon vor dem Turnier mir gedacht, natürlich im Nachhinein kann man immer sagen, ja, ich bin nicht schlauer, ich hab schon davor gewusst, aber ich habe schon vor dem Turnier ist schon gesagt worden von einigen Leuten, hat Deutschland noch, ich habe wirklich den Marcel Reif, den Sportkommentator, habe ich zum Beispiel so ein Essay gelesen, ja, hat Deutschland noch diesen Hunger wie vor 4 Jahren? Wollen sie noch, haben sie noch heute diese letzte Entschlossenheit, diese alles entscheidende Entschlossenheit,
die sich eine 15 entschlossen hat, in der EM-Titel zu gewinnen, haben sie diesen Hunger noch. Weil die machen viele von diesen Mannschaften, haben manchmal noch kurz bei der WM dabei, als der Weltmeisterrekord zu passieren. Und auch ich war da nicht ganz sicher. Ohne, und natürlich, jetzt kann, das kann jeder behaupten, nach so einem Spiel, jetzt wo Deutschland rausgeflogen ist, aber ich war wirklich nicht sicher. Und ich habe auch, ja, ich war ein paar Tagen geredet, so kommen wir nicht weit, das war ein Video, das ich gemacht habe. Und da habe ich gedacht, nach dem Spiel in Mexiko, wenn man gegen Österreich nicht gelernt hat, wenn man aus der Niederlage gegen Österreich nicht gelernt hat, aus diesem schwachen Spiel gegen Saudi-Arabien nicht gelernt hat, aus dem Spiel gegen Mexiko nicht gelernt hat, dem Spiel gegen Schweden nicht gut gespielt hat, was erwartet man da? Also wie soll man da erwarten, dass man weit kommt? Ganz ehrlich, Leute, ihr habt nichts verdient. Ihr habt es verdient, Weltmeister zu werden, ihr habt es verdient, ins Achtelfinale zu kommen, ihr habt diesen letzten Platz. Und ich glaube, das ist das erste Mal, weil ich weiß, dass das erste Mal, dass Deutschland in der Gruppenphase bei der WM rausgeflogen ist, und dann muss man natürlich gleich auf den letzten kommen. Der Vorteil ist, wenn man die Tabelle rumdreht, sind wir natürlich der Weltmeister. Aber ganz ehrlich, der letzte Platz, den drittletzten Platz habt ihr nicht, den dritten Platz habt ihr nicht verdient, ja? Also, ihr habt gar nichts verdient bei dieser WM. Der volle Platz ist hart genug für euch. Den fünften Platz gibt es leider nicht, weil das der war wahrscheinlich die gut in für die Scheide, die er dann gespielt hat. Ohne Witz jetzt, ja? Ich bin gerade ziemlich genervt. Ich erinnere mich noch vor 8 Jahren, als Deutschland gegen Spanien im Halbfinale in Südafrika, weil der WM in Südafrika gespielt hat und dann am Ende 1-0 verloren hat. Da haben mich dann, als das 1-0 von Spanien gefallen ist, glaube ich, war ja irgendwann 78 Mal. Ich habe geheult, und ich mache gerade, ich habe mein Mikrofon nicht aufgesetzt. Ich bin gerade einfach total verstreut, ja. Ich habe nicht mal dran gedacht, mein Mikrofon aufzusetzen. Als ich vor acht Jahren, als der Deutschland das 1-0 kassiert hat, da war mir klar, Deutschland fliegt raus im Halbfinale. Es ist die Gruppenphase, die sind raus. Aber ganz ehrlich, damals habe ich geheult. Ich erinnere mich noch echt, damals habe ich geheult. Ich bin heulend vor dem Fernseher gehockt, im Wohnzimmer. Ich war damals knapp 12 Jahre alt. Gut, das ist auch kein Alter mehr, in dem man unbedingt deswegen heulen muss. Aber ich habe geheult. Und jetzt bin ich 20. Fast. Und denke mir echt erstens mal, am Ende ist Fußball die schönste Nebensache der Welt und nicht die Hauptsache, es ist eine Nebensache. Aber man sieht einfach, wie wichtig das mittlerweile geworden ist. Vorher in der Stadt sind dann zum Beispiel auch bei den Bushaltestellen, wo ich immer auf meinem Bus warte, da sind dann auch welche vorbeigefahren und einer hat aus dem Auto, also Fußballfans, und einer hat dann aus dem Wagen geschrien, ja, Südkorea ist so geil, Mann, oder irgendwie sowas. Man sieht einfach, wie wichtig Fußball mittlerweile geworden ist, ganz ehrlich. Nennt man dann, ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht ausraste wegen dieser Scheiße. Fußball ist eine Nebensache, ganz ehrlich. Aber mittlerweile ist eben eines der wichtigen Themen in Deutschland offenbar geworden. Wenn man sich zum Beispiel auch die Hashtags anguckt, die gerade aktuell sind auf Twitter, und zwar die Trends sind gerade Hashtag Korger, also Korea gegen Deutschland, Gruppenphase, Minuten Nachspielzeit, Kader, ich glaube, es gab 9 Minuten bis 10 Minuten Nachspielzeit, das war absolut krank. Kader, Fußball, Bundestrainer, Hashtag Belareti, Weltmeisterschaft, Hashtag Vorrunden aus. Bundestrainer, zudem gab es dann auch bei diesem Public Viewing eine Vermutung, und war, dass Joachim Löw jetzt rausfliegt. Hat zumindest meine Chefin gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass die jetzt irgendwann mit ihm reden werden. Sie werden das irgendwann sacken lassen. Und sie werden ihm vielleicht noch eine Chance geben. Aber wenn die Nationalmannschaft jetzt weiter so spielt in den nächsten Spielen, ich weiß nicht, wann die sind, wenn die weiter so spielen, dann wird Joachim Löw nicht mehr lange Bundestrainer sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin nie Fan gewesen davon, den Trainer rauszuschmeißen. Das sage ich euch so, wie es ist. Ich finde das immer wieder behindert. Das liegt einfach vor allem an den Spielern. Die Spieler waren bei der gesamten WM und schon vor der WM in der Vorbereitung arrogant wie Sau. Haben dich einfach so darauf herabgeladen, wir sind Weltmeister, ihr könnt uns nicht, selbst wenn wir in der Vorbereitung schlecht spielen, wir werden sowieso Weltmeister. Man kann sich nicht immer darauf verlassen, das habe ich schon vor ein paar Tagen gesagt in diesem Video, so kommen wir nicht weit. Da habe ich jetzt schon gesagt,
man kann sich nicht immer drauf verlassen. Und ich habe dann auch diese verrückte These aufgespielt, man könnte doch auch mal schon der Vorbereitung gut spielen. Was natürlich völlig bescheuert ist und auch aus Sicht der deutschen Nationalmannschaft völlig undenkbar. Wie sollte das gehen? Wieso sollte man denn vor der WM gut spielen? Gut, oft ist eine verpasste Generalprobe perfekt und am Ende läuft dann gut. Aber man kann auch einfach mal sich davor anstrengen. Und nicht einmal so, wir sind arrogant wie Sau, denn wir sind Weltmeister. Und ja, bei der WM ist es immer gut gelaufen, bei jedem Turnier ist es gut gelaufen. Vor einem Jahr sind wir Confed-Cup-Sieger geworden. Leute, das ist absolut lächerlich. Ihr könnt euch nicht jedes Mal drauf verlassen. Es ist absolut arrogant zu glauben, nur weil man jetzt Weltmeister geworden ist vor 4 Jahren und vor einem Jahr den Confed-Cup gewonnen hat, dass einem jetzt alles in den Arsch geschoben wird. Jeder Titel oder sowas. So habt ihr gespielt, dann ist ab, jetzt raste ich doch aus. Ich wollte eigentlich nicht, nachher wollte ich sowieso wieder ausrasten. Aber ganz ehrlich, jetzt ist es sogar besser, wenn ich ausraste, ganz ehrlich. Ich will niemanden persönlich beleidigen, aber was ihr gespielt habt, Jungs, ihr habt eigentlich verdient, ihr hättet eigentlich noch 3-4-0 verlieren sollen, so wie ihr gespielt habt. Wie viele Chancen ihr hattet. Wir haben von diesen ganzen Chancen, ich will nicht wissen, wie viele Chancen Deutschland hatte in diesem Turnier. Deutschland hatte viel zu viele Chancen, die sie am Ende nicht genutzt haben. Ich will nicht wissen, wie viele es waren. Insgesamt 2 Tore geschossen und 4 kassiert. Julian Brandt zum Beispiel ist auch zu spät reingekommen. Da frage ich mich auch, warum. Weil der hat eigentlich bei jedem Spiel hat der eigentlich frischen Wind reingebracht und hat eigentlich gezeigt, was er drauf hat und hatte immer gute Aktionen dabei. Aber er hat einfach immer nur zu wenig Zeit, um das zu zeigen, was er drauf hat. Und bei dieser WM hat war er noch einer der Besseren, meiner Meinung nach. Toni Kroos war mit Ausnahme vom Tor auch nicht wirklich toll. Und Manuel Neuer war der Beste in der Mannschaft. Und man kann mir auch nicht wirklich sagen, dass das nur an der Erschöpfung liegt. Och ja, die Mannschaft ist so erschöpft. Ja, die haben jetzt eine lange Saison hinter sich. Ja, Manuel Neuer ist der Beste in der Mannschaft und der hatte keine lange Saison. Das ist gut, der war heute auch nicht so gut. Was ist los mit der deutschen Nationalmannschaft, wenn der beste Spieler der Torhüter ist und selbst der ist immer sicher, aber der war 9 Monate verletzt und alle anderen hatten eine lange Saison für dich, das kann mir jeder erzählen, ganz ehrlich, vor 4 Jahren hat Deutschland auch, haben die deutschen Spieler auch eine lange Saison hinter sich gehabt und sind am Ende Weltmeister geworden, also bitte, das kann nicht das einzige Argument sein, die waren einfach so arrogant, haben nichts geschissen bekommen, die haben gar nichts hinbekommen, es war eine Katastrophe, dieses Turnier. Dieses Turnier war eine absolute Vollkatastrophe und die sind arrogant aufgetreten, haben gesagt, ja, beim Turnier wird es schon gut laufen, dort ist es immer und auch diesmal wird es gut laufen. Leute, nur weil ihr Weltmeister seid, könnt ihr nicht glauben, dass euch jetzt alle Mannschaften hinten reinkriechen und sagen, ach kommt, ihr seid ja Weltmeister, wir gönnen es euch. Nein, gut, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich, die können nicht erwarten, dass jetzt einfach alles von selbst läuft, aber genau das haben sie getan. Sonst wären sie mit ihren Chancen nicht so nachlässig umgegangen. Sie hatten so viele Chancen. Ihr habt so viele Chancen gehabt, ihr hättet... Also ganz ehrlich, mit dieser Offensivqualität, die Deutschland hat, hätte man gegen alle 3 Mannschaften gewinnen können. Der einzige Lichtblick in bei diesem Turnier war aus deutscher Sicht das Tor von Toni Kroos. Alles andere war beschissen. Sorry, ich muss dazu sagen... Ich nehme da jetzt auch kein Blatt vor dem Mund, ganz ehrlich, diese Mannschaft hat es nicht verdient, dass man sie beweist. Turbinator LP, ja, zum Beispiel. Jeder einzelne Trainer von dieser Mannschaft kann nicht ernst gemeint sein, da war nicht mal Kampf zu sehen, einfach nur traurig. Ja, das ist, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen, das ist alles, was ich dazu auch sagen könnte, ich sage nichts dazu. Bram von PeteMeet hat geschrieben, da Hashtag Jugi jetzt aufhört, mache ich das gerne. Hashtag Bundestrainer, meine erste Taktikänderung, das Runde muss ins Eckige des Gegners, nicht ins eigene. 2. Änderung, neue Aufstellung, Donat den Ball innerhalb des Kreises einfach immer hin und her spielen und als Kreis ins Tor laufen. Und mein absoluter Lieblings-YouTuber, Kronk, ja, ist mein Lieblings-YouTuber, mach's gut, Weltmeister, das war dieses Jahr wirklich nicht schön alles, aber wer abrutscht, staubt nochmal. Kong ist eben immer so positiv drauf. Die deutsche Nationalmannschaft hat keine einzige Träne verdient, sie sollen nicht teuern, weil... Soll man die mit denen jetzt Mitleid haben? Wollen die jetzt mit denen Mitleid haben, dass wir die jetzt tröstend in den Arm nehmen? Das können die doch nicht ernsthaft erwarten. Einfach ignorieren. Eiskalt ignorieren.
Jetzt muss ich mir eine neue Mannschaft suchen. Ich bin von Belgien, irgendwann hat die gleiche Nationalform. Das heißt, das ist so ein Tipp von mir. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt eine neue Fahne kaufen wollt, ihr könnt auch eure Deutschlandfahne nehmen, einfach den gelben gegen den roten Teil austauschen und schon habt ihr eine schöne Belgien-Fahne und könnt dann Belgien anfeuern. Dann müsst ihr euch nicht eine Brasilien-Fahne holen oder eine Frankreich-Fahne. Gut, ihr könnt auch einfach ein Stück Papier nehmen, da blau-weiß-rot machen. Da müsst ihr nicht mehr Geld ausgeben. Geht auch. Aber wenn ihr schon eine Deutschlandfahne habt, dann seid einfach vor Belgien. Dann könnt ihr euch echt, dann müsst ihr einfach nur ein bisschen Talent haben im Nähen und Schneiden und so. Dann könnt ihr zusammenflicken. Dann habt ihr eine schöne Belgien-Fahne. Ist doch auch geil. Und Belgien war für mich sowieso einer der Geheimfavoriten. Die sind für mich noch einer der souveränsten Favoriten. Also von allen Favoriten, die bisher gespielt haben, war Belgien noch der souveränste. Und England ist auch nicht schlecht. Aber vor allem Frankreich ist gut, obwohl ne, Frankreich nicht so. Wenn wir weitergekommen wären, dann wären wir gegen Brasilien wahrscheinlich rausgeflogen, ganz ehrlich. Also, ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich bin mal gespannt, was in dieser Nationalmannschaft passiert. Die ein paar Spieler würden vielleicht auch gehen, könnte man nicht mutmaßen. Aber ganz ehrlich, alle Spieler, die schlecht gespielt haben, wenn die alle gehen, dann haben wir danach nicht mehr viele Spieler in der Nationalmannschaft. Dann wird die in einem Jahr komplett anders aussehen. Die meisten haben mich enttäuscht. Für mich war der Beste, auch wenn er Fehler gemacht hat, Neuer. Toni Kroos war für mich fast eine Katastrophe eigentlich. Ich meine jetzt nicht jeden einzelnen Spieler durchbeten. Jerome Boateng, einfach ein Vollidiot. Ich weiß nicht, warum der eine gelb-rote Karte riskiert. Der hat schon im Spiel gegen Mexiko sowieso schon Glück gehabt, dass der da nicht rausgeflogen ist. Und jetzt gegen Schweden. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Die meisten Spieler waren eine absolute Enttäuschung. Es gab nur wenige Lichtblicke bei dieser WM für Deutschland. Ihr könnt gerne unten diskutieren. Ihr könnt mir auch gerne runterschreiben, von wem ihr jetzt seid, wenn ihr jetzt nicht mal von Deutschland seid. Ich war sowieso nicht WM-Fieber und jetzt ist eh komplett am Ende. Belgien und Frankreich, denen drücke ich die Daumen. Ich hoffe, dass einer von den beiden Weltmeister wird. Das wäre richtig geil. Zum Beispiel Belgien. Einfach mal eine Mannschaft, die bisher noch nie Weltmeister geworden ist. Das wäre richtig cool. Belgien hat eine geile Mannschaft. Den würde ich echt gönnen. Leute, ihr habt geil gespielt. Ich bin so stolz auf euch. Wollt ihr mich verarschen, Jungs? Ganz ehrlich, es hat zwar nichts damit zu tun. Und ich weiß, die Weltmeister kriegen, die Nationalspieler kriegen kein Geld, wenn sie für die Nationalmannschaft spielen, oder sie gewinnen den Titel. Aber ganz ehrlich, sie sollen ihr Spiel ernst nehmen. Sie sollen das ernst nehmen, was sie tun. Und das haben sie nicht mal ansatzweise getan. Sie haben einfach gedacht, wenn man sich anguckt, wie die gespielt haben, dann kriegt man den Eindruck, dass sie sich das gedacht haben. Also ehrlich. Sie sollen nicht treuen. Die sollen einfach nicht heulen, die sollen einfach nur ihre Klappe halten und jetzt erstmal vor ein paar Wochen in den Urlaub fliegen und danach gucken, wie sie weitermachen. Und ich wünsche mir, ganz ehrlich, ich wünsche mir, dass die nie wieder so schlecht spielen. Ganz ehrlich, was die da abgezogen haben, ist mal ohne Witz und ohne Ironie oder Sarkasmus oder wie auch immer, jetzt mal ganz im Ernst, was die abgezogen haben. Als Weltmeister mit so einer Offensivqualität. Und da fragt man sich, wie haben es bitte diese Fußballer geschafft, Weltmeister zu werden? Ja, indem sie gut gespielt haben. Indem sie mit Herz und Leidenschaft gespielt haben. Die einzigen Mannschaften, die wirklich bei dieser WM wirklich herausstechen, sind Belgien und alle diese kleinen Außenseiter. Und die kleinen Mannschaften, die überzeugen mich. Die ganzen kleinen Mannschaften sind mit Überzeugung dabei, mit Leidenschaft und so weiter und die deutschen Nationalmannschaft immer wieder nur, oh ja, spielen wir mal einen Ball. Ich weiß, wir liegen hinten, aber wir spielen mal langsam wieder nach hinten, dann wieder nach hinten, dann mal nach vorne, ach nee, wieder nach hinten. Und das die ganze WM durch. Und auch schon davor gegen Österreich und Saudi-Arabien. Wenn man aus diesen beiden Spielen nichts gelernt hat, ganz ehrlich, dann lernt man es nie. Ehrlich. In der Qualifikation noch 10-mal von 10 Spielen gewonnen. 10 von 10 Spielen gewonnen, einfach durchgerauscht durch die Qualifikation. Und dann vor der WM, ach, wir haben keinen Bock mehr, wir wollen in Urlaub. Lasst uns Scheiße spielen. Habt ihr euch das vorgenommen, so, oder was? Und ich glaube trotzdem nicht, dass das WM-Quartier irgendwas damit zu tun hatte. Es hatte einfach nur was damit zu tun, dass die Deutschen einfach nur arrogant wie Sau waren, sich einfach so sehr darauf verlassen haben, dass sie Weltmeister werden. Ja, wir werden Weltmeister, so wie wir jetzt spielen gerade, so werden wir sicherlich Weltmeister. Wie konntet ihr ernsthaft glauben, dass ihr Weltmeister werdet?
Habt ihr das wirklich die ganze Zeit geglaubt? Ja, jetzt kann Khedira ja doch diese Tickets sich abholen von dem schwedischen Reporter da. Der hat ja mit diesem schwedischen Reporter ein Interview gehabt, wo der schwedische Reporter dann gesagt hat, hier sind schon mal die Tickets, die habe ich vorbereitet für das Spiel gegen nach dem Spiel gegen Schweden könnt ihr nach Hause fahren. Und dann Khedira fand das nicht so lustig, aber dann hat er gesagt, nee, wir brauchen die erst nach dem Finale, wir wollen ja die WM gewinnen. Haben die natürlich geglaubt, also ganz ehrlich, das nenne ich heutzutage Science Fiction, ja. Also, ein besseres Comedy-Programm kann man nicht bekommen. Was ist eure Meinung zu diesem fantastischen Turnier? Ehrlich, zu diesem fantastischen Turnier, was ist eure Meinung dazu? Schreibt mir mal gern unten in die Kommentare. Respektvoll voneinander bleiben, wenn ihr vielleicht diskutiert miteinander. Bitte bleibt respektvoll. Massakriert euch nicht gegenseitig. Ganz ehrlich, Fußball war cool, aber es ist nur eine Nebensache. Es ist die schönste Nebensache der Welt, ist die schönste Hauptsache der Welt. Also bitte, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann lasst auch ein Like da. Das wird, glaube ich, ein echter Running Gag auf meinem Kanal. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Aktiviert die Glocke, falls ihr das noch nicht getan habt und ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt. Ich hoffe, ja, leidet nicht zu sehr drunter, nehmt euch nicht zu schwer. Ich bin jetzt ein bisschen ausgerastet und ich bin jetzt auch nicht so gut drauf deswegen, aber irgendwie bin ich auch positiv drauf, wie schon gesagt. Nehmt es nicht zu schwer. Deutschland hat es nicht anders verdient. Von dieser Mannschaft lohnt es sich nicht zu heulen. Wenn sie gut gespielt hätten, dann hätte es sich gelohnt, aber so hat es nicht gelohnt. Von dem her, nehmt es nicht so schwer. Guckt einfach, dass ihr vielleicht vor eine andere Mannschaft seid und der die Daumen drückt, dann habt ihr wenigstens vielleicht noch ein bisschen was von der WM, wobei ich sagen muss, dass die WM-Stimmung natürlich nicht so geil ist momentan. Allgemein bin ich nicht so im WM-Fieber wie noch vor 4 Jahren oder vor 2 Jahren bei der Europameisterschaft. Aber vielleicht haben auch das die Spieler gespürt, dass die Euphorie nicht ganz so da war. Oder vielleicht bei den Fans, die dort waren. Aber hierzulande, ich habe mit vielen Leuten schon geredet, die haben alle gesagt, ich bin nicht wirklich in WM-Stimmung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, damit nicht auch, wie schon gesagt. Abonniert mich, aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht getan habt, ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Bisschen raus. Die Welt geht auch nicht unter. Ich danke euch fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Ja Leute, ich melde mich nochmal kurz. Ich bin gerade doch ein bisschen ausgerastet. Wir gucken uns jetzt einfach noch ein paar Tweets an. Felix von der Lahn hat gepostet. Truppen letzte war schon eine wirklich lächerliche WM. Lächerlich schlechte WM. Weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll. Sergeant Rumpe hat gepostet. Bram hat gepostet. Mir fällt eigentlich nicht mehr viel ein. Na, sprachlos, die Mannschaft. Ey, ganz ehrlich, ich kann euch nur eins sagen. Wenn ich jetzt noch irgendeinen Tweet von denen sehe, oh, es tut uns so leid. Wir wollten das alles nicht. Wir sind alle so traurig. Oh mein Gott. Wir sind alle so unglaublich traurig. Sie sollen ihre Schnauze halten. Ganz ehrlich, sie sind selbst dafür verantwortlich. Also, ich danke euch endgültig fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und, ja, ciao.